Ja, hallo, willkommen zurück zu For Honor. Diesmal mit einem Anfängerheldenguide zu der Friedenshüterin, ja, der Peacekeeperin. Eine kleine, schnelle Meuchlerin mit der Schwierigkeit Mittel. Sie ist schnell und sie basiert auf Konterangriffen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier am Level 0 Bot wieder einmal die Attacken angucken. Wir haben die flatternden Klingen. Das ist nämlich leicht, leicht und schwer. Leicht, leicht und. Oh, den habe ich zu doof getimed. Leicht, leicht und schwer. Dann haben wir noch leicht und schwer. Leicht und schwer. Schwer und schwer. Schwer, schwer. Ja, das waren jetzt der Wischschläge und der Schwerttanz. Dann haben wir noch den gleitenden Ausfall. Wieder eine Begrüßungsattacke. Ist eine super Attacke, um den Gegner mal schnell zu greifen, weil sie hat nämlich so eine wunderschöne Nierenstichattacke. Zu der kommen wir gleich auch noch. Dann haben wir noch die tiefe Furche. Das ist eine wirklich schöne Attacke, auch gerade so zum Antäuschen. Ja, ihr macht eine schwere und dann stecht ihr mit der leichten zu. Und das addiert ein schönes Bluten. Ja, ein blutender Effekt bedeutet, dass der Gegner diesen Bereich nicht sofort abgezogen wird vom Leben. Also die Health, die Lebensenergie vom Gegner wird nicht sofort abgezogen, aber dieser rote Bereich, der blutet langsam runter. Das heißt, im Prinzip lässt sich die Peacekeeperin auch so spielen, wenn ihr den letzten Lebensbereich vom Gegner schon so mit so einem Blutdingsbums bedeckt habt. Also wenn ihr seht, okay, der blutet jetzt aus, dann einfach nur noch wegrennen. Ja, der blutet eh aus. Der kann so gut wie nichts mehr machen. Solltet ihr natürlich darauf achten, dass das dann auch wirklich genug war. So, dann haben wir noch der rasende Stoß. Auch klasse Attacke. Ähnlich wie bei Kensei. Ähnlich wie bei Kensei und beim Berserker. Zack. Nur eben als schwere Attacke. Ist super, um eine größere Distanz irgendwie zum Gegner einzuholen. Zack. Kann man als Gegner nur parieren oder ausweichen. Aber der kommt meistens so schnell, die meisten Gegner, wenn man das so mittendrin in der Combo macht, das geht unter, das kriegt man gar nicht so schnell hin. So, dann haben wir noch den Seitschrittschlag. Ja, ähnlich wie bei den meisten ist es dieses Ausweichen und Angreifen, allerdings bei der Peacekeeperin nicht mit der leichten Attacke, sondern mit der schweren Attacke. Zack. Ja, das macht sie natürlich ein bisschen gefährlicher. Wenn ihr das mit der leichten Attacke macht, dann kommt sowas bei rum. Also das kann treffen, aber wahrscheinlich nicht. Also ausweichen, angreifen mit schwer. So, wir haben hier noch den Stich. Eine Attacke, wo es wirklich auf Timing ankommt. Ihr müsst den Gegner nämlich packen und dann wirklich also das Timing muss stimmen von den leichten Angriffen, die ihr dann macht. Das muss wirklich so 1, 2, 3 sein. Also das ist am Anfang noch ein bisschen schwer. Für mich auch. Das klappt auch nicht immer. Versuchen wir es. Und 1, 2, 3. Ah, verdammt. Da waren nur 2. 1, 2. Ah. Aber jetzt. Zählt mit. 1, 2, 3. Ja. So. Und 1, 2, 3. Ah, verdammt. Also auch 2 Attacken machen natürlich schon viel Schaden, aber wenn ihr die 3 landet, 1, 2, 3. Die sind nicht zu verachten. Und dann haben wir noch eine Attacke, die ich euch nur zeigen kann an einem Level 1-Bot, der auch angreift. Das mache ich jetzt. Okay, hier wieder zurück am Bot, der auch angreift. Ihr seht, die Peacekeeperin, also die Friedenshüterin von mir aus. Ich finde Peacekeeper einfach schöner zu sagen. Die Peacekeeperin, die hat auch den Block hält sie nicht, sondern den hat sie auch wieder nur in die Richtung für kurze Zeit, in die ihr dann gedrückt habt. Das heißt, ihr müsst wirklich jeden Angriff einzeln abblocken. So, und jetzt probieren wir doch mal die
den Ripostestich. Ripostestich? Ripost. Naja. Die untere Attacke. So. Oh, das hat gar nicht funktioniert. Okay, versuchen wir es nochmal. Nein. Okay, nochmal, nochmal. Greif an, greif an, greif an. Nur nicht von oben. Nur nicht von oben. Nein, nicht von oben. Nein, auch nicht. Und zack, da war er. Ja, ihr weicht in die Richtung aus, woher der Schlag kommt. Zack. Macht ihr ein schönes Bluten auf den Gegner. Oh. Und er blutet langsam vor sich hin. So, dann wollen wir noch mal so ein paar andere Sachen. Ja, zum Beispiel. Zack. Ja, das war dieser Ansprung. Dieses Anspringen. Na, wo ist es da? Rasender Stoß. Gut auch, um den letzten Rest zu geben. Dann versuchen wir mal das Stechen. Wenn ich den Gegner natürlich... Ah, doof. Ah, nur ein Stich gelandet. Naja. Stören. Und ausweichen. Fester, große, schwere Attacke. Schwer. Oh, da hat er mir jetzt einer mitgegeben. Verdammt. Aber da, da. Das, was ich gerade meinte. Er blutet jetzt langsam vor sich aus. Einfach nur abwarten. Der kippt gleich um. Oder? Ja. So, sehr gut. Gutes Beispiel. Also, wenn ihr merkt, ihr habt dem Gegner schon sehr viel abgezogen, da ist eigentlich nur noch rot und das blinkt, dann blutet der nur noch in Ruhe aus und dann braucht er gar nichts mehr machen. Warum dann noch in sich in Gefahr begeben, noch vielleicht gekillt zu werden? Weil, was nämlich passiert, wenn der Gegner euch tötet, bevor er ausgeblutet ist, ja? Also bei diesem Spiel zählt es nur, wer als erster gestorben ist. Der erste, der stirbt, hat verloren. So. Warum der zweite stirbt und so, interessiert das Spiel wenig. So, haben wir denn hier noch eine schöne Blutattacke? Ah, ja, genau hier. Die können wir doch mal machen. Wenn ich nicht sterbe. Und ich sterbe. Okay. Die will ich jetzt aber noch einmal. Noch einmal drauf machen. Wupp. Zack. Ups. Zack. Blute aus. So, der Gegner blutet in Ruhe aus. Muss einfach nur noch wegrennen. Und schnell genug ist nämlich die Peacekeeperin, um dann wegzurennen. So, also riskiert da einfach dann gar nicht zu viel. Rennt einfach weg, wie ein echter Krieger. Könnt natürlich dann auch noch den richtig fertig machen. Eine richtige, vernünftige Exekution ist natürlich immer noch schöner. Aber wenn ihr auf jeden Fall irgendwie gewinnen wollt, dann... dann sollte man einfach nicht zu viel riskieren. Oh, das ist aber kein schönes Ende. So, jetzt gibt es noch eine Exekution. Zum Ende des Videos. Und... Nein! Hey! Und zack! Ja! Damit wünsche ich euch dann viel Spaß mit der Peacekeeperin. Viel üben. Viel, viel üben. Vor allem das Timing bei den Stichen. Das ist wirklich dieser Stich oder diese drei Stiche sind ist eine Kernattacke. Ah. Wenn ihr die drauf habt, kommt ihr schon mal ganz gut weit. Und ansonsten viel Spaß und lasst ein Like da, abonniert den Channel, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.